Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir werden heute Free-to-Play-Account Tag Nummer 6 spielen. Wir sind aktuell auf 5100 Pokalen. Ab 5000 wird es immens schwieriger als Free-to-Play-Spieler, da man dort schon bis zu 3 Level höher Gegner facen kann. Also mein Gegner kann theoretisch, wenn ich Level 8 bin, Level 11 sein, was natürlich ultra, ultra schwierig wird. Aber deswegen müssen wir versuchen, unsere Karten jetzt zu leveln. Und das werden wir machen, indem wir zum Beispiel das GT spielen, Challenges, Clan-Krieg und vieles weiteres mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da, wenn ihr keinen weiteren Free-to-Play-Content verpassen wollt. Und jetzt, let's go. So, wir haben natürlich eine Challenge offen und das ist das Schweinerennen. Wir haben schon die Minisammlung-Herausforderung abgeschlossen, erfolgreich, haben alles bekommen. Die Doppel-Elixier-Herausforderung kommt erst in einem Tag. Das heißt, jetzt ist die Schweinerennen-Auswahl-Herausforderung da, die wir meistern müssen. Clan-Krieg haben wir schon gespielt, können wir nicht nochmal spielen. Das geht erst morgen wieder los. Und soweit sind wir jetzt auf der Stage erstmal durch. Das heißt, wir spielen, würde ich sagen, diese Challenge. Let's go. Das Gute ist, dass es Auswahlherausforderung ist. Das heißt, wir haben auch die Level für diese Challenge, was natürlich sehr, sehr angenehm ist, weil wir dadurch einfach nicht unterlevelt sind. Ich würde sagen, wir nehmen das Lock, wir nehmen die Skelettarmee. Die ist sehr, sehr stark gegen Leute, die nicht wissen, wie man sie verteidigen muss. Wir bringen, würde ich sagen, sogar den Golem, weil Eisgolem ist nicht so richtig worth. Und dann bringen wir die Delivery, weil dann haben wir Lock Delivery. Guckt ihr, wir haben jetzt Lock Delivery gegen Kobold, gegen Kobolde. Und wir haben halt einen Golem und er hat gar keine Wound Condition. Und wir haben jetzt auch noch eine Nightwish bekommen. Das ist natürlich ultra lucky. Also das macht auf jeden Fall den Push ein bisschen tödlicher. Wir haben jetzt hier den Kollegen Koboldfass. Wir bringen den hier, um die Pfeile zu baiten. Und ich glaube, wir haben... Ja, es ist ein Three-Crown. Es ist ein Three-Crown. Ich denke, wir haben es. Das war jetzt natürlich nicht die Rockets, die man an der Stelle bringen möchte. Ja, das war's. Ich hab's euch gecallt. Wer mir nicht geglaubt hat, selber schuld. Wer mich nicht geglaubt hat, selber schuld. Ihr seid selber schuld. Wenn ihr gesagt habt, nö, Flobby, das wird kein 3-Crown-Push, ihr seid selber schuld. Ich hab's euch gesagt. Ich hab euch gewarnt. 500 Gold nehmen wir uns mit und rein ins nächste Match. Let's go. Wir können Eismagier oder da kommen wir hin. Ich würde sagen, wir nehmen einen Eismagier. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar Nado kassieren. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber mal gucken. Ich würde sagen, wir bringen sogar die Healerin. Die könnte ganz nice sein, der Kombi. Und dann den Royal Giant. Hilfe, unsere beiden Tower sind wieder down. Kriegen wir das gecomebackt, meine lieben Freunde? Kriegen wir das irgendwie gecomebackt? Hilfe, Alarm, Notfall. Erdbeben rauf. Tower ist down. Ja, ich glaube, das ist noch... Es ist alles noch possible, okay, meine lieben Freunde? Nicht verzagen, sondern klagen, was? Nicht verzagen, sondern klagen? Bobby, hallo? So... Wir haben zwei Cannon Cards auf dem Feld. Das schmeckt erstmal. Na, ich wollte. Ah, ich habe vergessen. Ich habe voll vergessen, dass er ja die Skelettarmee hat. Oh Gott, das war ja mega schlecht. Aber egal, wir haben immer noch zwei Cannon Cards auf dem Feld. Die Cannon Cards stacken sich halt des Todes, weil halt die ganze Zeit Hogs spawnen und die Cannon. Alter, die Cannon Cards! Ich habe fast mir gerade hier das Game noch verloren, weil ich einfach vergessen habe, dass er eine Skelettarmee hat. Weil die Skelettarmee ist einfach... Skelettarmee ist wirklich so eine Karte nach der Show, die kriegt so viel Value, wenn man nicht weiß, dass er sich den Gegner spielt und man nicht in dem Moment die Karte ready hat, um die Skelettarmee zu killen. Wenn man nicht sie instant killt, dann wird man so gepunished und das hat man gerade wieder gesehen. Aber wir haben gewonnen. Oh, Barbarrel freigeschaltet. Oha. Nächster Step in Richtung Free-to-Play, alles Level 9 kriegen. Barbarrel einfach freigeschaltet. Let's go. Auch sehr nice ist. Wir scheinen es trotzdem zu gewinnen, aber der Schmerz sitzt tief, muss ich sagen. Der Schmerz sitzt sehr tief. Er wird den Tower holen, okay. Oh, das jetzt so die Minion-Horde war, ich weiß ja nicht, Herr Kollege. Wir haben da zufällig einen Kollegen, der heißt Hunter und der schnetzelt alles down. Wir haben einen Lava-Hund, Royal Giant, während er halt nur Royal Hogs hat. Das ist halt, ja... Könnte man auch als unfair betrachten, würde ich behaupten. Er kann halt nichts machen. Was will er machen gegen den Lava-Hund Royal Giant Push? Da wirft er eine Rocket aus Verzweiflung ins Leere. Nachdem ich mein Lightning auch ins Leere geworfen habe. Er wusste nicht mal, dass der Lightning... Er weiß bis jetzt nicht, dass ich diesen Lightning gespielt habe. Er weiß es nicht. Wir schmecken uns die Hawk Rider. Bomber, ganz klar. Bomber, super gute Karte aktuell. Super günstig. Man kann so viel Value mit dieser Karte kriegen. Ich würde behaupten, wir nehmen so einen Executioner. Weil es so viel Spam hat gespielt wird. Genauso nehmen wir den Ghost, der ist auch sehr stark. Und wir nehmen, glaube ich, die Speargobs, weil seine Guards, guckt euch an, was wollen seine Guards machen? Wir haben Bomber, Executioner, Royal Ghost. Also was sollen seine Guards jemals in dieser Welt gegen uns hier tun?
Sie werden einfach vernichtet werden, okay? Und deswegen picken wir hier nicht die Guts. Das ist halt auch einfach von vorne bis hinten durchgeplant, ne? Wir wissen halt schon vor dem Match, wie es laufen wird. Und wir wissen nach dem Match, wie es gelaufen ist. Und das ist halt einfach wieder wunderschön geclasht. Da wäre selbst Knechtus Maximus, der Gegner von Big Spin neulich, der sogenannte neue Kaiser, römische Kaiser, den Big Spin in seinem Video vorgestellt hat. Selbst Knechtus Maximus wäre auf uns stolz, wie wir das hier wunderschön gemeistert haben und wie wir den Gegner schon vorher, im Vorhinein und auch im Nachhinein einfach komplett gelesen haben. Das muss man auch einfach mal machen und das fühlt sich gut an, schmeckt. Goldruhe, 500 Gold. E-Spirit freigeschaltet, nächste Karte, die wir freischalten. Wir müssen ja alle Karten Level 9 bekommen, das heißt, wir wollen auch alle Karten freischalten. Wichtiger Step in Richtung Free-to-Play, alles Richtung Level 9. So, wir wählen wieder den E-Dragon. Ihr wisst es, der E-Dragon ist sehr, sehr, sehr stark. Oder kann zumindest sehr stark sein. Ich würde sagen, wir bringen so ein Elixier. Wobei, nee, wir gehen im Gegner-Elixier holen, weil die Leute wissen nicht, wie man den verwendet. Und wenn die Leute nicht wissen, wie man ihn verwendet, kann man sehr viel Value kriegen. Und jetzt kriegen wir auch noch die Delivery. Das ist sehr stark, weil wir haben jetzt eine sehr, 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 sehr geile Kombi. Wir haben Fischer, um den Egoleman King zu ziehen. Wir haben Delivery und E-Dragon als Defense mit Healerin auch noch. Wir haben so eine geile Defense, das ist nicht normal. Jetzt können wir mit dem gegnerischen Goblin Giant spielen. Jetzt werden die Fischer werden vielleicht Ping-Pong machen. Ja, Ping-Pong, Ping-Pong. Kennt ihr das? Ping-Pong ist super nice. Clash Royale Ping-Pong macht mega, mega Spaß. Das ist halt mega nice. So, und jetzt haben wir halt noch zwei Healerin auf der rechten Seite. Und zwei Karren und zweimal Speargobs und zweimal Fischer und wieso haben wir alles doppelt? Hä? Darf man das? Wir haben alles, Karre zweimal, Healer zweimal, Fischer zweimal, vier Speargobs, wir haben die, hä? Darf man das? Oh Gott, ich glaube, ich hab geschummelt in Clash Royale. Schmeckt! Holy shit, let's go! Ja, der wird uns was bringen, würde ich behaupten. Oh, sein Hunter, seine Valkyrie. Ich wollte gerade sagen, geht alles down, aber geht gar nicht down. Aber jetzt ist alles down. Schmeckt. Mini-Packer lebt noch. Jetzt können wir einfach einen Giant in Knick bringen. Wir haben schon wieder gewonnen, oder? Das war's. Das ist vorbei. Ich werde nichts mehr setzen. Hände hoch, ich setze nichts mehr. Ich hätte nichts mehr gesetzt. Wir hätten einfach verloren. Wir haben aber gewonnen. Weil er sich schon im Jahr 7060 befindet und einfach Clash Royale verlernt hat, weil es out ist. Es ist einfach out in 7. Wieso ist Clash Royale in 7060 out? Holy shit. Das ist 5049 Jahre hin und dann soll Clash Royale schon out sein? Als ob Clash Royale nur 5000 und, weiß ich nicht, paar Jahre hält. Was ist denn das jetzt hier? Also ist ja schwach. Boah, jetzt noch ein Edel. Wenn wir jetzt noch ein Lava und kriegen, ne? Jetzt ist ja die Frage, ne? Ich würde wieder den Royal Giant nehmen, weil ich glaube, die Leute wissen nicht, wie sie Egolem spielen sollen. Und wir nehmen, glaube ich, auch den Nado, weil, also auch wenn Pfeile theoretisch geiler gewesen wären, würde ich schätzen, gegen seine Karten, also spezifisch gegen die Karten, die ich für ihn gepickt habe, ich denke, grundsätzlich ist Nado einfach solider mit E-Dragon, deswegen würden wir den nehmen. Und wir haben auch noch Feuergeist, das ist eine geile Kombi. Bis jetzt haben wir ganz nice Karten eigentlich. Und wir bringen wieder unsere Royal Hawks rein. Aber er hat auch Royal Hawks, da müssen wir Nado spielen. Aber der Nido ist auch einfach wieder schmackhaft. Und aktiviert, sehr schön. Royal Giant knickt. Skelettarmee. Schmeckt. Nehme ich mit. Jetzt sollen wir bringen. Ich glaube, wir verteidigen gar nicht mehr. Ich glaube, wir gehen einfach all in, weil es ist egal. Er wird es niemals verteidigen können, wenn wir jetzt einen Royal Giant in Erfurt bringen. Wie will er das jetzt noch verteidigen? Ich setze wieder nichts Hände hoch. Ich setze nichts mehr. Aber ich mache es auch in sehr safe Situationen, dieser Call. Also der Call, der wird auch nicht schief gehen. Ich werde den nicht machen und er wird schief gehen. Ja, das kann nicht passieren. Wenn das passieren würde, dann weiß ich nicht, ob ich dann jemals wieder Clash Royale spielen könnte. Alter, let's go! Wir haben wieder eine Karte freigeschaltet, glaube ich. Ich glaube, der Ice Golem haben wir freigeschaltet und wir haben wieder gute Karten bekommen. Oder haben wir die Delivery? Ne, die Delivery ist neu, oder? Die Delivery ist neu. Die haben wir freigeschaltet. Den Ice Golem hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Wir haben die Delivery freigeschaltet. Sehr schön. Und let's go ins Finale. Ja, die Delivery war auch ein bisschen spät. Ja, und sein anderer Tower nimmt auch Damage, ne? Da muss man auch mal aufpassen auf der anderen Seite, Herr Kollege. Der linke Tower. Ich weiß, ich habe Verwirrung gestiftet, aber dass das so gut funktionieren würde, hätte ich nicht gedacht. Er hat einfach überhaupt gar nicht gerafft,
dass sein rechter Tower down geht. Also so überhaupt nicht. Ich habe das selber nicht mal ganz gerafft. Da ich habe mich selber mit verwirrt. Schade, Mann. Oh, die Pfeile. Armut. Das war ein Armutszeugnis. Das war ein Armutszeugnis. Die Pfeile waren ein absolutes Armutszeugnis. Das war ein absolutes Armutszeugnis. Aber wir sollten auf der sicheren Seite sein, wenn wir jetzt hier einfach seinen zweiten Tower gleich mitnehmen. Ich muss sagen, das Game haben wir jetzt nicht so gut gespielt bis jetzt, aber ich glaube, wir sollten es jetzt gewonnen haben, oder? Giant, Skelettfass. Ich setze nichts mehr. Ich setze nichts mehr. Ist all in. Entweder wir gewinnen oder verlieren. Ich setze nichts mehr. Ja. Jedes Mal gewinnen wir das, wenn ich das call. Ich sollte es immer callen einfach. Ich sollte es immer am Anfang des Games callen. Ah, ne, den haben wir verloren. Schade eigentlich. Ja, also damit haben wir die Challenge geschafft, haben auch den Hog Rider hier noch 15 Mal bekommen und damit kriegen wir hier wieder gute Level und ja, sind wieder sehr, sehr, sehr gut dabei. Ich würde sagen, wir machen zum Abschluss noch ein Game, weil wenn wir das Game gewinnen, sind wir wieder auf 5-1 und überholen damit den... Ach, was sind Übermorten? Lol. Morten ist gedroppt, weil die Leute weird sind auf dem Rank. Alter, Morten hat ja so viele Legendäre. Er hat Fischer, Miner, Mutterhexe. Holy shit, das ist ein verrücktes Deck, das Morten da spielt. Das ist ein verrücktes Deck. Zum Abschluss noch ein schönes Ladder-Match. Aber man muss sagen, ab 5k Trophäen, das ist wirklich so gegnerabhängig, ob man gewinnt oder nicht. Also es ist halt wirklich so schwer, gegenüberlevelte Gegner zu gewinnen. Und ich fühle jeden aus der Community, der sagt, Clash Royale, ich kann nicht so lange pushen, weil wenn ich gegenüberlevelte Spieler spiele, dann kriege ich Krise. Fühle ich absolut. Es ist sehr frustrierend, gegenüberlevelte Spieler zu spielen. Oder auch gegen komische Decks. Man muss sich halt aus der Elo rauskämpfen, wenn man halt maxed ist. Aber wenn man nicht maxed ist, muss man halt einfach versuchen, ein Deck irgendwie free-to-play zu maxen. Das geht ja mittlerweile, es dauert zwar ein bisschen, aber man kriegt es auf jeden Fall hin durch diese ganzen Systeme, die es mittlerweile gibt. Deswegen gebt euch da auf jeden Fall Mühe und ich denke, Mühe und dann könnt ihr es schaffen. Ich würde sagen, es geht mal kurz, bis irgendjemand spielt. So, der gute Gegner droppt einen Golem hinten bei Start der Doppel-Elixier-Zeit. Sehr sympathisch. Beziehungsweise er hat es bei 1 Minute 4 gedroppt. Er hat wohl den... Oh, Executioner, Digga. What the fuck, Mann. Ja, also wir haben zwar alles geklärt bekommen, aber er hat einfach den nächsten Golem und sein Golem ist halt Level 12. Er ist halt Level 12. Er ist halt einfach Level 12, Mann. Aber unser Slytherin carried hier nochmal kurz. Wenn wir das irgendwie noch gewinnen, ne? Dann fress ich wirklich einen Besen. Wenn wir dieses Game noch gewinnen, fress ich einen Besen. Oh mein Gott, warte mal, jetzt rushen wir. Oh mein Gott, ich fress einen Besen. Oh mein Gott, ich glaube, wir können es gewinnen. Ey, no joke jetzt, ich glaube, wir können es gewinnen. Das ist kein Joke. Wir können es halt vielleicht sogar wirklich gewinnen. Ganz, ganz, ganz vielleicht. Ne. Nein. Oh mein Gott, wie hyped ich war und wie doll ich verloren habe. Ich kann überhaupt gar nicht gewinnen. Okay, das war's mit der Free-to-Play-Episode für heute. Ich, wie gesagt, es geht jeden Tag weiter, der Grind is real. Ich wünsche euch viel Spaß. Nein. Was? Was rede ich da? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Und bis dann. Ciao, ciao.